Herzlich willkommen bei Kraftbaum, dem Podcast, bei dem die Natur und die Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Ich bin Sandra Schilling und ich freue mich wiederum auf ein spannendes Interview und Geschichten, die dich ermutigen werden, die Natur und den Wald als deinen Freund kennen und lieben zu lernen. Der Wald, unser Verbündeter. Heute darf ich dich zum zweiten Teil des Interviews mit Pascal Lurèche begrüßen. In diesem zweiten Teil geht es um Ängste und Panikattacken. Es geht darum, wie es ist, wenn man versucht, mit offenen Herzen diesen verdrängten Gefühlen in sich zu begegnen, sie aufzunehmen, wie sie sich dann sofort verändern und die Begleitung der Bäume und des Waldes dabei sehr viel Vertrauen entstehen kann. Es geht um das schamanische Sterben, um ein Sterberitual. Pascal Lurèche wohnt mit seiner Familie in Uster, wo er seit gut 10 Jahren selbstständig als Therapeut tätig ist. Seine Arbeit findet in seiner Praxis statt, führt ihn und seine Klienten aber auch immer wieder nach draußen, in den Wald. Damit erfolgt ein Brückenschlag zwischen seiner berufsmäßigen Rolle als Therapeuten und seiner eng mit der Natur verbundenen Persönlichkeit. Pascal Lurèche begleitet Menschen, welche sich in schwierigen Lebensphasen oder einem Umbruch befinden, welche sich nach Frieden mit sich und der eigenen Geschichte sehnen, die ihren Platz im Leben finden und ihren eigenen und liebevollen Weg gehen möchten. Mit therapeutischer Ausrichtung werden Rituale vorbereitet und draußen durchgeführt. Pascal, du hast jetzt über ganz verschiedene Rituale gesprochen und dabei hast du auch einmal kurz das schamanische Sterben erwähnt. Da interessiert mich doch sehr, was hat es mit den Sterberitualen, mit der Sterbehütte, von der man auf deiner Webseite lesen kann, auf sich? Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Bei diesem Ritual der Sterbehütte, da handelt es sich auch um ein schamanisches Ritual, also ein sehr altes Ritual. Und dabei geht es, gleich vorwegzunehmen, nicht um das wirkliche Sterben, Anführungs- und Schlusszeichen, sondern es geht um ein schamanisches Sterben, also um einen schamanischen Tod. Ich sage es mal so, typischerweise steht im Zentrum bei diesem Ritual so das Thema der Angst. Angstthemen, Angststörungen, die sich natürlich dann verlinken mit der Kontrolle. Und auch Panikattacken können beispielsweise Indikationen für dieses Ritual sein. Und möglichst einfach in Worte gefasst geht es darum, dass auch dieses Ritual, welches über längere Zeit vorbereitet wird, die betreffende Person an jenen Punkt bringt, wo so diese Bereitschaft ist, zusammen mit diesen Ängsten in den Wald zu gehen. Ich wähle hierzu eigentlich so diese Übergangszeit, also meistens so die goldene Stunde vor dem Sonnenuntergang, wo wir uns dann schrittweise immer weiter in die Tiefe des Waldes bewegen. Die Ängste, die werden eingeladen, die werden quasi in die Schwelle, die es dann später zu überschreiten gilt, eingebaut. Und zwar immer klar mit der Ausrichtung, ich baue auch diese oder jene Angst ein, mit der Absicht, dann mit dem Überschreiten der Schwelle auch dieser Angst zu begegnen. Und da ist immer spannend und sehr eindrücklich, wie dann so sich der Wald zu verändern beginnt. Also der wird dann quasi zum Raum, der einerseits so diese Angst eigentlich beinhaltet, also die Person wird dieser Angst begegnen, aber wiederum klar mit der Ausrichtung, sich davon lösen und wirklich befreien zu können. Und da kommt so auch dem Wald die zweite sehr, sehr wichtige Rolle zuteil. Also dieser Sterbeplatz quasi, der ist wirklich wunderbar geschützt. Und
auf diesem Sterbeplatz, wenn so der Klient dann über seine Schwelle diesen Sterbeplatz betreten hat, auch ich über eine eigene Schwelle mit eigener Ausrichtung als der Ritualleiter mich auf diesem Platz eingefunden habe, dann wird eine Sterbehütte gebaut, in die sich dann die Person, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, zurückziehen wird mit der Absicht, jetzt zu sterben. Und jetzt spreche ich da immer vom Sterben. Es geht darum, diesen Anteil von sich, der quasi von dieser Angst durchdrungen ist oder der die Kontrolle ausmacht. Die Kontrolle gehört ja immer zum Thema Sicherheit und kommt dann zum Zuge, oder das Bedürfnis nach Sicherheit ist dann groß, wo das Vertrauen nicht greifen kann. Es geht darum, diesen Anteil sterben zu lassen und am nächsten Morgen, ich sage es mal, der unversehrte Teil, dieser freie, angstfreie Teil, dann erwachen darf, aus diesem Wald hinaustreten darf und mit diesen neuen Möglichkeiten, mit diesem neuen Gefühl dann den weiteren Weg gehen darf. Und da finden auch viele Arbeiten natürlich noch statt auf diesem Platz des Sterbens. Also da wird zum Teil bis weit in die Nacht hinein gemeinsam gearbeitet. Ich höre zu, wir sitzen da, wir schweigen gemeinsam, wir spüren die Angst, die kommt, halten das gemeinsam aus. Machen hierzu auch wieder kleinere Rituale. Da gehört vielleicht ein Rollenspiel, eine Lastenrückgabe, eine Vergebung oder das Loslassen von uneingelöstem, also unerfülltem im bisherigen Leben kann beispielsweise dazugehören. Bis so einfach der Punkt erreicht wird, wo auf allen Ebenen spürbar ist, es ist jetzt gut, ich darf jetzt mich zurückziehen und mich zu diesem Sterben hingehen, wo vielleicht auch noch ein Nachruf, den die Person selber für sich verfasst hat, von mir vorgelesen wird und ich mich dann zurückziehe und dann diese Person quasi dann sich und den Platz überlasse. Wenn jetzt jemand zu dir kommt mit dem Anliegen, eben so ein Sterberitual durchzuführen. Da kennt ihr euch aber zuvor schon, also ihr habt schon so eine gewisse Beziehung zueinander aufgebaut, oder sind das wirklich dir noch bis dahin fremde Menschen? Also meistens sind es Personen, die mir schon vertraut sind, aus den therapeutischen Sitzungen, aus der Praxis. Aber vertraut heißt nicht, dass wir da schon jahrelang zusammenarbeiten. Ich bin ja meistens eigentlich immer für kürzere Phasen begleitend mit dabei. Es ist schon so, dass vielfach aus therapeutischen Prozessen heraus quasi dieses Ritual oder die Absicht, dieses Ritual durchzuführen, entsteht. Und zwar ganz einfach darum, weil das Ritual öffnet einen Raum, in dem es auf eine Art und Weise möglich ist, der Angst und der Lösung der Angst zu begegnen, die sonst eigentlich, so meine Erfahrung, auf keine andere Art und Weise möglich ist. Das heißt, das kann sein, dass die Person bereits bei mir ist, vielleicht auch überwiesen ist von einem Arzt oder bereits in psychologischer oder psychiatrischer Betreuung war, wegen einer Angststörung, wegen einer Panikattacke, kann es um eine soziale Phobie, um eine Flugangst gehen, die wiederum aber natürlich stellvertretend ist für die Angst vor dem Kontrollverlust etc. Und dann wird so dieses gemeinsame Ritual auch vorbereitet und das ist wirklich ein Prozess. Also es ist nicht so, dass es jemand kommt, mich anruft und sagt, ich möchte so ein Sterberitual durchführen und wir uns das erste Mal im Wald treffen. Also da gibt es sicher die Gespräche vorab, sicher ein oder zwei Sitzungen. Ist auch für mich wichtig, ganz klar spüren zu können, wo diese Person sich befindet und was die Themen wirklich sind, um welche Zusammenhänge es geht. Das ist ja dann auch meine Rolle, diese Person dann sehr achtsam und gleichzeitig aber auch sehr zielgerichtet quasi dahin zu führen, wo es darum geht, es auch oder da den Frieden auch entstehen zu lassen. Jetzt glaube ich, gehört zu haben, dass sich für dieses Sterberitual der Wald wirklich im Besonderen eignet.
Ich kann mir jetzt aber vorstellen, da gibt es bestimmt auch Menschen, die, ja, die mit dem Wald nicht so viel am Hut haben, die vielleicht Mühe haben, überhaupt irgendwie schmutzig zu werden in der Natur. Was besprichst du vorhin mit denen, diese Dinge, müssen sie sich da irgendwie speziell darauf vorbereiten? Oder gibt es auch Fälle, in denen du sagst, jetzt eignet sich ein geschlossener Raum besser für so ein Sterberitual? Also zu sagen ist ganz sicher, dass so es den richtigen Zeitpunkt für ein Sterberitual, den gibt es. Und der ist aber meistens auch sehr gut spür- und erkennbar von der Person selbst. Also da kann es auch mal sein, dass immer wieder mal die Person selber mich anspricht auf dieses Sterberitual und dass dieses letztendlich auch wirklich stattfindet, aber da sind vielleicht dann Monate oder ist vielleicht ein Jahr vergangen. Weil einfach auch spürbar war, dass das richtig ist und dass es wichtig ist, aber dass es auch so diese Geduld braucht und dieses Vertrauen, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Drinnen durchführen tue ich diese Rituale nicht, und zwar ganz einfach deshalb, weil die Energien, die da zugegen sind, die da präsent sind, die sind relativ intensiv und sie sollten sich auch frei bewegen können. Und der Wald, also der ist da schon wirklich wichtig, also der gibt einen sehr schützenden Rahmen, und für mich ist immer wieder gut spürbar, wie so da der Wald in seine Rolle als der Verbündete des Menschen eigentlich tritt. Es ist natürlich gerade auch dieser Umstand, der immer wieder mal jemandem Angst machen kann, also ich alleine im Wald, also im Unterholz, abseits der Wege und dann auch noch in der Nacht. Und so dieses letzte Sterberitual in diesem Jahr hat vor 2 Wochen stattgefunden, dann auch noch in der Kälte. Und diese Ängste, die da diesen Menschen begegnen, die haben immer ganz viel zu tun mit dem Thema, um das es eigentlich geht. Und manchmal ist es wirklich so, dass auch so diese Befürchtung dann da ist, also sehr konkret diese Angstbilder sich zeigen. Ja, was ist, wenn da jemand kommt oder mir etwas antut oder wenn da diese Wildschweine kommen oder. Und spannend ist, dass je nachdem, um was es dann geht, und das ist auch nicht etwas, das ich vorwegnehmen kann, diese Personen vielfach eine wirklich, wirklich friedliche Nacht verbringen dürfen in diesem Wald. Etwas, das sie sich nie hätten vorstellen können. Die hatten so das Bild, da werde ich wirklich sterben vor Angst, weil ich draußen im Dunkeln in diesem Wald. Und die durften dann für sich ein Gefühl erleben von einem Frieden, von einem Beschütztsein und angekommen sein und aufgehoben sein, wie sie das in ihrem Leben noch nie so für sich spüren durften. Und das finde ich dann so spannend, dass es kommt das, um das es geht und was wichtig ist. Und es ist nie zu viel. Also da werden so wirklich auch so diese, ich sage es mal, Grenzen oder diese Ressourcen, die dem Menschen zur Verfügung stehen, auch sehr respektiert von dem Raum, dem rituellen Raum, vom Wald, von der Natur. Und es ist gerade so diese Kraft, aber auch diese Liebe und auch diese Weisheit, die in diesem Wald präsent sind und spürbar sind, die mich wirklich immer wieder, ja, also da kommen dann schon sehr tiefe Gefühle vom Berührtsein auch in mir hoch. Und es gibt mir sehr viel Vertrauen und es gibt diesen Menschen sehr viel Vertrauen, weil sie sich darüber wieder verbunden fühlen dürfen. Weil es ja vielfach in diesen Ängsten und diesen Kontrollthemen ja um diese Gefühle geht von vielleicht von nicht genügen, aber eine Angst nicht zu genügen ist eigentlich eine Angst, die Liebe von jemandem zu verlieren, was wiederum die Verlassenheitsangst ist, was wiederum zu diesem Komplex der Verlustängste gehört. Und die fühlen sich darin alleine, die sind isoliert und die sind verzweifelt und dem ausgeliefert und machtlos. Und das sind ganz tiefe und ganz starke negative Gefühle, die auszuhalten fast nicht möglich ist. Und in diesem Wald dann in dieses Gefühl wiederzukommen, vielleicht nicht fassbar oder erklärbar durch den Verstand, aber einfach dieses Gefühl, es gibt diesen Platz für mich im Leben und auf der Erde. Und einfach dieses Gefühl der Verbundenheit, da ist etwas und ich bin nicht allein. Das sind sehr,
ja, das sind also wunderbare Gefühle, sehr tiefgreifende Gefühle, und das erfahren zu dürfen. Und in den Ritualen geht es immer um das Erfahren. Es geht nicht um das Wissen, verstandesmäßig. Es geht um darum, es zu erfahren. Das erfahren zu dürfen, ist natürlich ein Geschenk, das, ja, das lässt sich ja kein Wort fassen. Aber das Ganze braucht dann schon auch noch eine Nacharbeit? Ja, das ist so. Also, ich sage es mal, vom Ablauf her, was das Ritual selbst anbelangt, also da treffen wir uns, dann wird so das Material nochmals überprüft, weil es ja auch nicht darum geht, quasi jetzt zu frieren oder durchnässt zu werden, wenn die Witterung leider sich gerade von der feuchten Seite zeigt. Da geht man gemeinsam in den Wald, und zwar Stück für Stück, das sind so schrittweise Übergänge. Und wie bereits gesagt, da findet auch eine sehr tiefe Begleitung statt am Ort, soweit es gehen darf und soll. Und dann wird die Person eigentlich selber an diesem Platz bleiben. Ich gehe aus dem Wald heraus und bleibe aber die Nacht über in der Verbindung damit. Vielleicht döse ich mal ein und ich erwache dann und meine mich im Wald zu befinden, weil ich so in diesem Raum eingeklinkt bin. In einzelnen Fällen kann es sein, dass ich auch im Wald draußen, so in Hördistanz, also Rufdistanz, mich aufhalte, wo es einfach dieses besondere Setting jetzt einfach noch notwendig ist, und das darf dann auch sein. Und in jedem Fall findet gleich am nächsten Morgen eine Nachbesprechung statt, wobei es hierbei vor allem darum geht, dass die Person dann einfach nochmals alles erzählen wird aus ihrer Warte, aus ihren Gefühlen, Wahrnehmungen heraus, und ich da einfach zuhöre und das nochmals gewürdigt wird. Ich erzähle dann quasi, wie ich all das erlebt habe, weil ich mich ja in diesen Räumen auch mitbewegt habe. Und das ist dann natürlich unterschiedlich. Meist besteht noch ein Termin für, ich sage es mal, einfach für den Fall aller Fälle, was aber in den allermeisten Fällen nicht nötig ist. Und diese Termine müssen wir dann auch gar nicht abhalten. Aber da findet sicher diese Nachbegleitung, die findet statt, und die ist auch wichtig. Aber jetzt in den meisten Fällen nicht, weil es jetzt etwas sehr Schlimmes ist und ich quasi so dieses Notfallsetting aufrechterhalten muss, sondern meistens geht es wirklich darum, sich dem, was jetzt ist, nochmals bewusst zu werden, es nochmals würdigen zu dürfen und es wirklich auch in sich verankern zu dürfen. Also sich nicht quasi am nächsten Tage so in die Schale und Krawatte zu stürzen und dann wieder in dieses Alltagsgetummel hineinzugehen, sich zu verlieren, sondern dem wirklich auch nochmals den Raum zu geben. Weil das darf es auch haben. Also für mich hört sich das enorm intensiv an, aber auch sehr einladend. Also ich könnte mir das jetzt für mich sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt aber ausschließlich über begleitete Rituale gesprochen. Gibt es auch Situationen, wo du sagst, hey Leute, das könnt ihr ganz gut selber machen. Macht selber mal so ein Ritual. Gibt es da was Praktisches, das du auch unseren Hörern so mit an die Hand geben kannst? Ja, also ich hoffe es. Es gibt natürlich auch in meiner Arbeit, wo ich die Menschen begleiten darf, immer wieder mal diese Momente, wo ich sage, oder einfach anbiete, dieses oder jenes Mal zu machen für sich im Wald oder auch nicht im Wald. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Manchmal ich auch beratend tätig bin, was da gemacht werden könnte. Also wie gesagt, die Begleitung, die findet nicht zwingend statt, aber immer da, wo es auch darum geht, man befindet sich in einem therapeutischen Prozess mit klarer Ausrichtung und vor allem, es braucht diese Begleitung, in diesen Raum halten zu können und sollte was sein, auch da sein zu können, es auffangen zu können. Was ich immer wieder schön finde an Ritualen ist, da kommt mir jetzt spontan in den Sinn so ein Wahrnehmungsspaziergang, also wo man einfach, ich sage es mal beispielsweise, täglich vielleicht nur 10 Minuten unterwegs ist, zum schönsten natürlich im Wald jetzt für mich, und immer den gleichen Weg geht. Und es geht eigentlich einfach darum, so mit diesen Schritten und so mit dem Rhythmus des Atmens immer wieder so in diese Leere zu gehen, also Gedanken, die dann kommen, einfach versuchen, wieder weiterziehen zu lassen
und einfach in diese reine Wahrnehmung zu gehen. In dieser Leere, da kommen natürlich dann auch eigene Gefühle auf und das kann auch mal verunsichern, Angst machen. Und gleichzeitig wird sehr stark dann sehr schnell eine schöne, wunderschöne Verbindung mit sich und mit der umgebenden Natur und darum wiederum mit sich eigentlich spürbar. Und erstaunlich, dass man dann dieses Ritual auch mal 2 oder 3 Wochen machen kann. Und da fallen einem tagtäglich neue Dinge auf, an denen man ja schon zigmal vorbeigelaufen ist quasi, die man einfach nicht wahrgenommen hat. Also das finde ich immer wieder ein sehr schönes Ritual. Oder einfach, ist vielleicht jetzt nicht ein Ritual, aber einfach wirklich so diese Wege mal verlassen, ins Unterholz zu gehen, vielleicht mal auf allen Vieren so quasi dahin durchkriechen, auch so diese Wahrnehmungsebene, die Perspektive mal zu wechseln und auch auf andere Art und Weise mit den Sinnen das wahrzunehmen. Sich vielleicht mal bewusst vor einen Baum hinstellen, mal fühlen, wie sich der anfühlt und herausfinden, dass jeder Baum sich anders anfühlt. Oder den mal umarmen oder unter einer Fichte sich mal hinsetzen, weil so diese Fichten und Kiefern, die nehmen eigentlich gerne so diese Schwere und diese negative Energie von uns auf. Also da geht es einem einfach schon gut, weil man quasi sich da mal hingesetzt hat. Also es gibt da ganz viele wunderbare Sachen oder auch Atemübungen zu machen im Wald, wo man sich auch visualisiert, wie man all diese Duftstoffe, die Botenstoffe, die von all den Bäumen ausgesondert werden, die mittlerweile von der Wissenschaft nachgewiesen, also wirklich sehr direkt mit unserem Immunsystem und unserem Unbewussten interagieren, so quasi sich einfach mal auf diese Erfahrungen einzulassen. Du hast jetzt nochmal vom Kriechen durch das Unterholz gesprochen, von eben Erfahrungen im Wald. Wir haben aber vorhin auch gehört, dass das wirklich bei gewissen Menschen auch Ängste auslösen kann. Kennst du noch solche Ängste oder ist dir der Wald schon so vertraut, ja, dass du da wirklich dich absolut frei bewegen kannst? Oder kennst du Erlebnisse, die dich da doch auch schon mal etwas verunsichert haben, durchgeschüttelt haben? Ja, die kenne ich absolut auch und die begegnen mir auch immer wieder mal. Also bei diesen Ängsten geht es ja nicht wirklich darum, dass es so dieser Wald oder das, was sich darin befindet und bewegt, jetzt objektiv betrachtet eine Gefahr für mich darstellen oder dass ich mich wirklich durch den Wald, ich sage es mal, bedroht fühle, sondern das sind ja die eigenen Themen, die da hervorkommen. Also ich sage es mal, mir ist absolut bewusst auch, dass es schon beklemmend auch sein kann oder beängstigend sein kann, also so das Gefühl, auch die Kontrolle zu verlieren, wenn man so in einem wirklich dichten Fichten- und Tannenwald sich mal bewegt, der ist dann auch relativ dunkel und einfach so diese Weitsicht nicht mehr gegeben ist. Also das macht dann etwas mit einem und das hat dann aber immer ganz persönlich mit einem selbst und natürlich der eigenen Geschichte, die da prägend gewirkt hat, zu tun. Also das wäre jetzt wieder so der Spiegel, den ich bereits mal erwähnt habe, da spiegelt uns einfach die Natur. Und so passiert das natürlich auch mir immer wieder mal, dass ich, sage es mal, an ein eigenes Thema herankomme und das draußen in der Natur, wo ich manchmal auf den ersten Blick vielleicht auch überrascht bin, warum das ist jetzt das mit mir macht oder ich da in eine Verunsicherung oder gar eine Angst hineinkomme, weil ich das ja eigentlich von mir nicht kenne, weil ich ja den Wald eigentlich gut kenne, aber um das geht es nicht. Aber immer wieder sehr schön dann, ich sage es mal, zu wissen und dann auch spüren zu dürfen, dass auch so diese Angst ein Gefühl ist, dass, wenn ich versuche, mein Herz zu öffnen und dieses zuvor verdrängte Gefühl in mich aufnehme, es sich sofort verändert. Und ich mich dadurch natürlich auch dabei wieder begleiten lassen darf von den Bäumen, von dem Wald und das auch sehr viel Vertrauen gibt. Aber das ist so, also wenn ich quasi in meinem Thema drin bin, dann bin ich in meinem Thema drin.
Also das passiert mir immer wieder auch. Und es hat eigentlich wenig damit zu tun, wie oft, dass ich da quasi draußen bin. Also da kann ich einfach mal, weil mir danach ist, die Nacht draußen im Wald verbringen, einfach mit dem Schlafsack. Und das ist super. Und da könnte ich am nächsten Tag bei Sonnenschein, bei einem Spaziergang, könnte ich plötzlich einer Angst begegnen. Also das passiert mir auch. Und das hat mit mir zu tun. Und das auch annehmen zu können, um das geht es dann ja letztendlich. Also ich darf schon so sagen, wir brauchen nicht einfach irgendwie das Ziel anzustreben, absolut angstfrei zu sein. Ängste gehören zu unserem Leben. Es gilt einfach die Kunst, diese Ängste auch zu sehen, diese auch annehmen zu können. Genau. Habe ich das richtig verstanden in etwa? Ja, also diese annehmen zu können. Und letztendlich ist es ja so, dass wenn ausgelöst durch eine Situation in mir das Gefühl der Angst kommt, dann ist es für mich zwar in diesem Moment natürlich beklemmend und fühlt sich nicht wohl an. Das ist mir klar, kenne ich auch. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wenn es um Ängste von anderen Personen geht. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Chance, quasi eine Pforte einem Anteil von mir, einer Erfahrung, einem Muster oder einer Beziehung zu einer Person, dem begegnen zu können, um meinen Frieden damit machen zu dürfen. Also das ist ja so auch diese Wirkungsweise des Unbewussten, also diese Prägungen, die vererbt sind, die anerzogen sind, die vorgelebt wurden, die wir uns so zu weiten Teilen in der Kindheit bis in die Jugend hinein ja selber gar nicht aussuchen konnten. So diese Prägungen, die führen uns eigentlich immer wieder in die Begegnung mit eben diesem Thema. Also das Unbewusste folgt dem, was vertraut ist. Und wenn ich jetzt quasi so in diesem Wald bin und einfach so diese Gegebenheiten, so diese fehlende Weitsicht in mir so eine Angst auslösen, da könnte jetzt etwas sich heranschleichen und mir Böses antun, dann geht es um das Gefühl. Und dieses Gefühl, das wird mir schon vertraut sein, dem werde ich ganz bestimmt begegnen, wenn ich in meine Biografie hineingehe. Und so gesehen ist so dieser Moment, wo mir diese Angst im Wald begegnet, eigentlich eine liebevolle Aufforderung von meiner Seele, sage ich mal, dem jetzt doch nochmals begegnen zu dürfen, um mit dem, was ursächlich dem ganzen Thema oder der Angst zugrunde liegt, wirklich meinen Frieden machen zu dürfen. Und das wäre dann so dieses Freisein, dieses Vertrauen und würde dann auch so ja die Offenheit im Herz wieder ganz gut unterstützen. Ja, Pascal, ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich denke, da kann jeder etwas für sich selber auch mitnehmen. Ich danke dir von Herzen für dieses super interessante Gespräch. Ich kann für mich selber auch ganz viel für mein Leben mitnehmen. Und ja, einfach ein riesiges, riesiges Dankeschön dir. Danke vielmals, auch ein riesiges Dankeschön von meiner Seite. Das war sehr schön. Unten in den Shownotes findest du noch den Link zu Pascals Webseite. Und da lassen sich noch unzählige Informationen über die Ritualarbeit in der Natur und all seine Angebote lesen. Herzlichen Dank für dein Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, so freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden auf Facebook teilst, denn so können sich möglichst viele Menschen von der Kraft der Natur begeistern lassen. Ich wünsche dir eine kraftvolle Zeit und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Deine Sandra.